Da sind sie, die Helden einer ganzen Generation. Jens Wawczeck, Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck, die Stimmen von Justus, Bob und Peter. Drei für den Deutschen Hörbuchpreis, ausgezeichnet für ihr Lebenswerk. Drei Männer, drei Stimmen, drei Legenden. Man denkt möglichst nicht so viel drüber nach, weil wenn ich anfange, mir zu überlegen, dass ich schon eine ganze Generation oder mehrere Generationen sozusagen begleitet habe oder sie mich begleiten, dann fühle ich mich sehr alt. Angefangen hat alles 1979. Es sollte eine kleine Hörspielreihe werden. Es wurde ein Riesenerfolg. 180 Folgen gibt es inzwischen, 45 Millionen verkaufte Tonträger. Der Horror! Ihre Fans hüten die Kassetten wie Heiligtümer. Diese zum Beispiel, die ersten drei auf dem Markt. Und das sind drei Fans, Kurt Lehnkuhl, Anne Künstler und René Wagner. Eigentlich längst aus dem Drei-Fragezeichen-Alter raus. Die Kinder und ich sind mit diesen drei Fragezeichen alt geworden oder älter geworden und trotzdem jung geblieben. Die Sprecher, die sind einfach total lebendig und immer noch so jung wie immer, wie sie es immer waren. Die füllen ja große Konzerthallen, indem sie live diese Hörspiele darstellen. Und hier sind sie. Und so sieht das aus. Große Hallen rappelvoll. Die Menschen kommen nur wegen diesen drei und ihrer Live-Hörspiele. Hörbuchpreisverdächtig. Das ist nicht der erste Preis, den ich bekomme, nein, aber der hat schon eine große, große Bedeutung, weil mich das rührt, dass wir für eine Art Lebenswerk, also ich fühle mich ja noch nicht so wie am Ende meines Lebens, ich hoffe, es dauert noch ein bisschen, aber dass wir dafür ausgezeichnet werden, das finde ich schon sehr, sehr berührend. Drei große Stimmen, drei Hörspiellegenden, die trotzdem ganz bescheiden geblieben sind.